Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute quasi um einen ganzen Fragenkomplex geht. Natürlich hat uns quasi ein halber Ordner voll Rückfragen erreicht zum großen Thema dieses Wochenendes, die Gretchenfrage: Wie hältst du es mit der Atomkraft? Finaler Ausstieg in Deutschland und in Bayern, Ende des Atomzeitalters, richtig oder falsch, ja oder nein? Ich greife stellvertretend für all die Fragen, die uns dazu erreicht haben, die Frage vom Gunnar heraus, der es am allgemeinsten formuliert hat, lieber Gunnar aus Fürstenfeldbruck. Der Gunnar hat mir geschrieben: Die Ampel will raus, die Union will drin bleiben. Erklär doch mal, wie ihr Freien Wähler das seht. Ja, lieber Gunnar, das mache ich natürlich gerne, weil es tatsächlich das Thema dieser Tage ist, auch das Thema dieser Woche im Bayerischen Landtag gewesen ist. Und man kann es vielleicht ganz knapp und plakativ auf einen Nenner bringen, wie wir Freien Wähler dazu denken. Die Entscheidung an sich ist richtig, der Zeitpunkt als solcher aber ist grundfalsch. Ich will, Gunnar, das aber vielleicht mit einem Gewährsmann beantworten, der weit über die Freien Wähler hinausgeht und bei dem man es nicht unbedingt vermuten würde, indem ich dir ein kleines Zitat herbeigoogle. Das Zitat lautet: Die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten. Das ist völlig klar und das ist auch in Ordnung, solange die Dinge sicher laufen. Sie sind ja schließlich gebaut. Das, lieber Gunnar, ist kein Zitat von mir. Das ist auch kein Zitat von einem Freien Wähler. Das ist ein Zitat des deutschen Bundesministers für Wirtschaft und für Klimaschutz. Das hat, lieber Gunnar, der Robert Habeck gesagt. Und der Robert Habeck hat das gesagt über sowjetische Reaktoren in der Ukraine, die so auf dem Sicherheitsstandard sind unserer deutschen und bayerischen Atomkraftwerke der 90er Jahre. Robert Habeck hat es gesagt über Atomkraftwerke, die betrieben werden in einem Land, in dem gerade der Krieg tobt. Und dann, finde ich, Gunnar, kann man sich schon mit Recht fragen, ob dieser Robert Habeck dann auf dem Rückweg aus der Ukraine irgendwie die Ratio in Kiew vergessen hat und im Regierungsflieger nur die Ideologie mit nach Hause genommen hat. Denn genau der gleiche Robert Habeck, der das gesagt hat, hat dieses Wochenende dafür gesorgt, dass wir in Deutschland, dass wir in Bayern die ungleich sichereren Atomkraftwerke inmitten einer Energiekrise, in der scheinbar ja jede Kilowattstunde zählt, ohne adäquaten Ersatz abschalten und sie sogar so weit zurückbauen, dass das irreversibel ist, dass wir, wenn es nächsten Winter eng wird, darauf nicht mehr zurückgreifen können. Und da sind wir Freien Wähler schon der Meinung, lieber Gunnar, dass das ehrlicherweise einerseits natürlich keine politische Strategie ist, sondern eher irgendwie politische Schizophrenie, wenn in der Ukraine was anderes gilt für unsicherere Kraftwerke als für die sicheren bei uns in Bayern und in Deutschland. Vor allem halten wir das aber wirklich für gefährlich, für den Wohlstand und auch für die soziale Sicherheit in unserem Land. Deshalb, Gunnar, lass mich vielleicht mal so ein bisschen abschichten, was da in Wahrheit geschieht, denn das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben es mit einer Bundesregierung zu tun, die selbst den sogenannten European Green Deal verhandelt hat. Und Effekt dieses European Green Deals ist es, dass derzeit mit deutschen Steuergeldern mitfinanziert der Betrieb und sogar der Neubau von Atomkraftwerken in unseren Nachbarländern betrieben wird. Wir zahlen mit deutschen Steuergeldern neue AKWs in Europa. Und zeitgleich sagt diese Ampel-Bundesregierung den Menschen in Deutschland: Ja, wir steigen ja aus der Atomkraft aus und setzt bei der Energieversorgung unserer Industrienation auf zwei Dinge. Zum einen auf dreckigen Braunkohlestrom und zum anderen darauf, bei irgendwelchen zweifelhaften Regimen mit feministischer Außenpolitik von Frau Baerbock um Gas zu betteln, in Ländern übrigens, wo es vor wenigen Monaten noch nicht mal in Ordnung war, dort Fußball zu spielen. Also wir Freien Wähler sehen schon, lieber Gunnar, dass Robert Habeck eigentlich die Verantwortung für seine beiden Ressorts, sowohl für die Wirtschaft als auch für den Klimaschutz, da so ein gutes Stück weit auf dem ideologischen Altar seiner grünen Parteigänger opfert. Und das ehrlicherweise ist schon nicht hinnehmbar und kommt einer ziemlichen energiepolitischen Geisterfahrt gleich. Noch ein Argument, Gunnar, das uns Freie Wähler beschäftigt: Es geht ja da nicht nur um außenpolitische Abhängigkeiten und nicht nur um Wohlstandsgefahren, Deindustrialisierung, wirtschaftliche Verletzlichkeit,
sondern es geht ehrlicherweise auch um den Klimaschutz. Deshalb habe ich das im Parlament ganz deutlich gesagt. Die Grünen werben ja in Bayern höchstpersönlich und mit Herzblut, was ich anerkenne, für jedes neue Windrad mit dem Argument, so können wir CO2 reduzieren. Dieses Wochenende mit der Abschaltung der AKWs in finaler Form haben sie das CO2-Äquivalent von 7500 Windrädern an einem Wochenende einfach so ausgeknipst. Und das ist, glaube ich, schon was, was man auch in der öffentlichen Debatte noch gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Die Grünen haben sich da ganz schön verheddert im Wirrwarr ihrer Ideologien. Die Ideologie Anti-AKW auf der einen Seite und die Ideologie Klimaschutz auf der anderen Seite. Und aus meiner Sicht kann ab diesem Wochenende niemand mehr behaupten, die Grünen sind eine Klimaschutzpartei. Selbst die Greta Thunberg sagt, wer es mit den Klimazielen ernst meint, der darf jetzt nicht in der Energiekrise die Atomkraftwerke abschalten. Die Grünen machen genau das. Also vielleicht Anti-AKW-Partei, aber ab jetzt wirklich keine Klimaschutzpartei mehr. Ich sage das alles und das will ich vielleicht noch sagen, um es abzurunden, lieber Gunnar, ist mir wichtig, dass da kein falscher Eindruck entsteht, obwohl ich fest davon überzeugt bin. Und es gehört auch zur Position der Freien Wähler, dass es natürlich richtig ist, aus der Atomenergie auszusteigen. Der Beschluss dafür war völlig richtig, denn Gunnar, wir haben kein Recht dazu, einen Müll zu produzieren, der noch 60 Generationen lang strahlt. Und jeder, der das anders sieht und sagt, wir können auf Dauer in der Kernkraft bleiben, jeder, der das möchte, der soll bitte mal seinen Vorgarten für ein Atomendlager verfügbar machen. Natürlich müssen wir aus der Atomenergie aussteigen. Aber Gunnar, jetzt komme ich zum Zeitpunkt, wir hatten dafür einen gesellschaftlichen Konsens, der hieß raus aus der Atomkraft, rein in die Erneuerbaren. Und weil wir wissen, es dauert, bis die Erneuerbaren die Atomkraft ersetzen können, auch in der Dunkelflaute, auch grundlastfähig, nehmen wir so lange Gas als Brückentechnologie. Und genau dieses Gas ist jetzt Gegenstand eines Wirtschaftskriegs, steht im Zentrum eines Wirtschaftskriegs und ist zum Teil von Friedenspolitik geworden. Und das, finden wir, Gunnar, kann man jetzt nicht einfach ausblenden und negieren, obwohl kein Gas mehr da ist, jetzt die AKWs auszuknipsen. Die sicheren, die funktionsfähigen, die gar keine neuen Brennstäbe brauchen würden, gar keine neuen Müll produzieren würden. Das ist so ein bisschen ohne Ersatz dafür zu haben, wie wenn man aus dem Flugzeug springt und man hat diesen Fallschirm Energiewende noch gar nicht dabei. Sagt den Menschen aber, den nähen wir dann schon noch im freien Fall, bevor wir auf den Boden aufschlagen. Wir Freien Wähler finden, Gunnar, wenn das schief geht und wenn diese Volkswirtschaft jetzt wirklich in freien Fall gerät, wenn sie am Boden aufschlägt und die Klimaziele nicht erreicht, dann ist das ab jetzt auch die Verantwortung der Ampel, dann ist es die Verantwortung der Grünen, die diesen Weg gegangen sind, jetzt auszusteigen zu diesem Zeitpunkt. Ich sage nochmal, aussteigen ist richtig, Zeitpunkt ist falsch. Und letztes Argument, Gunnar, das sehen auch die Menschen in Deutschland und in Bayern so. Zwei Drittel der Menschen in Deutschland sagen, jetzt auszusteigen ist falsch. Und es sind bei Gott nicht alles Atomkraftfetischisten. Die wollen da auch raus, aber die verstehen, dass es jetzt falsch ist. Und 70% der Menschen in Bayern, die sehen das auch so. Und deshalb müssen sich Habeck und die Ampel jetzt schon vorwerfen lassen, da auch Politik zu machen gegen den artikulierten Willen der Menschen in unserer Heimat. So viel, lieber Gunnar, also zur Position der Freien Wähler. Ja, raus aus der Atomenergie wegen der ungeklärten Endlagerfrage, aber Zeitpunkt jetzt grundfalsch, weil das Gas als Brückentechnologie wegfällt, weil wir noch keinen Ersatz haben und deshalb jetzt betteln bei Despoten um das Gas und in die Braunkohle einsteigen und damit auch unsere Klimaziele ruinieren. Wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht es wie immer, postet die unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine E-Mail, dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn ich mich wieder melde aus dem Bayerischen Landtag und wenn es wieder heißt, Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.